Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Du interessierst dich für schnelles Abnehmen. Unsere Kunden wollen immer so schnell wie möglich viel Bauchfett verlieren oder an Stellen, die im Endeffekt nicht so schön aussehen. Dann schau dir das Video an, weil ich gebe dir ein paar Informationen, wie du wirklich schnellstmöglich im sogenannten Sprint abnehmen kannst. Gesund ist es nicht. Das heißt, man muss genau darauf achten, was möchtest du. Aber ich gebe dir sowieso danach noch die Empfehlung, wie du richtig gesund deine ganzen Lebensgewohnheiten änderst. Das heißt, wir konzentrieren uns heute etwas auf Ungesundes. Das heißt, den Sprint, wie du richtig schnell abnehmen kannst. Aber danach brauchen wir auf jeden Fall was anderes. Fangen wir an. Also Diät, Bauchfett. Diät ist immer nur eine Form, die relativ kurz angewendet werden kann, weil du in einen gewissen Mangel hineinläufst. Und deswegen konzentrieren wir uns auf die zwei effektivsten Diätformen, die man in Kombination, wenn man die kombiniert, wirklich ideal wirken können. Und das ist die eine, die Keto-Diät, und zum anderen die Intervallfasten-Diät. Und mein Tipp und Empfehlung ist, wenn du wirklich einen Sprint machen willst, dann kombiniere die zwei Sachen. Was ist denn Keto-Diät? Was kann man sich darunter vorstellen? Die Keto-Diät ist einfach das, was das Wort schon sagt. Keto, das ist Ketose, Ketolyse. Wir holen die ganze Energie nicht mehr aus den Kohlenhydraten für Gehirn und für Muskulatur, sondern wir holen die aus unseren Fettreserven. Deswegen mobilisieren unsere Fettreserven andere Stoffe, die dann die Energie für Gehirn und Muskel bereitstellen kann. Und das sind diese Ketosekörper. Diese Ketosekörper sind Blut-Hirn-schrankengängig und können dann im Endeffekt die Energie bereitstellen, anstatt es deine Glucose oder Kohlenhydrate für dich tun. Und wie schon gesagt, Keto-Diät bedeutet, dass du im Endeffekt keine Kohlenhydrate, so wenig wie möglich Kohlenhydrate nehmen kannst. Und ich habe dir mal eine Diätform von den einzelnen Bestandteilen der Makronährstoffe zusammengestellt. Das ist Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Die richtig Hardcore Low-Carb-Diäten, die gehen hier auf Null Prozent runter. Das würde ich aber auf keinen Fall empfehlen, weil das musst du auch gar nicht, um eine richtig gute Keto-Diät zu machen. Kannst du auf 70 Fett oder 60 Fett gehen und dann auf Eiweiß das ein bisschen hochregeln. Und man sagt, 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag ist möglich, um trotzdem eine gute Keto-Diät durchzuführen. Das heißt, nutz das einfach aus, dadurch fühlst du dich ein bisschen besser und kannst trotzdem ein bisschen was zu dir nehmen. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Ich würde ganz kurz dann bei der Keto-Diät darauf achten, dass du 4 Tage lang dich darauf einstellst, nicht gut gelaunt zu sein, weil du hast, wenn du eine Umstellung hast, wo du keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, hast du auf jeden Fall eine erhöhte Reizbarkeit, bist müde und bist auch kraftlos. Das heißt, 4 Tage braucht der Organismus, um sich voll auf diesen Ketose-Stoffwechsel umzustellen. Und der ist aus unserer Evolution heraus dafür da, dass wir trotz keiner Nahrung Energie bereitstellen können aus unseren Reserven. Das heißt, aus der Steinzeit heraus, wo wir noch Jäger und Sammler waren und nicht alles im Überfluss hatten, hat unser Körper diese Methode entwickelt und man hat im Endeffekt die Möglichkeit, trotzdem fit zu sein. Und der Vorteil ist, man ist sogar viel wacher nach 4 Tagen, weil die Ketosekörper das Gehirn unglaublich boosten. Das ist auch verständlich, weil wir mussten ja irgendwann wieder was jagen, irgendwas wieder, sage ich mal, Nahrung zu uns nehmen können. Und da mussten wir natürlich fit sein dafür, da konnten wir nicht schlapp sein. Das heißt, nach 4 Tagen, wenn dein Körper sich umgestellt hat, fühlst du dich auch gut. Da fühlst du dich nicht mehr so abgeschlagen und müde. Das heißt, du hast einen stetigen Leistungsanstieg, aber wie gesagt, nicht auf Dauer. Das ist kein Dauerzustand, sondern die Erschöpfung liegt nach 4 bis 6 Wochen, dann wieder, kommt die wieder. Das heißt, Diätform bedeutet für dich, mach es nur eine gewisse Zeit. Das ist wirklich nur für dich, zum 4 bis 6 Wochen richtig Ergebnisse zu ziehen und dann gehst du auf eine gesunde Ernährungsform, die wir dann besprechen. Was ist der Vorteil von der Keto-Diät? Du hast schnelle Ergebnisse, du bist nach 4 Tagen auch wacher und fitter und du hast eine mögliche Linderung von verschiedenen Krankheiten in der Diskussion. Das wird im Moment noch genauer beurteilt, aber Epilepsie, Diabetes Typ 2 und auch Alzheimer-Demenz
werden bei ketogenen Diäten auf jeden Fall nicht benachteiligt. Man hat sogar gleiche Vorteile gefunden, aber das muss noch evaluiert werden. Das heißt, da ist es noch nicht ganz sicher, aber es gibt Hinweise, dass mögliche Krankheiten mit Diätform wirklich sich verbessern. Das heißt, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich lasse euch auf jeden Fall davon wissen. Was ist der Nachteil von einer Keto-Diät? Kein Vorteil ohne Nachteil. Wir haben extremen Mundgeruch, extreme Körperausdünstung, das heißt, nimm auf jeden Fall genügend Kaugummis mit und du solltest auf jeden Fall täglich duschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Am besten kalt, dann verstoffwechselst du noch mehr. Wir haben, und das ist der größte Nachteil, durch Mangel an Obst und Gemüse wirklich wenig Vitamine und Ballaststoffe. Das ist grundsätzlich nicht gut, weil unser Darm ist eines der wichtigsten Organe, nicht gut versorgt wird und auch nicht gut genug Vitamine bereitgestellt werden. Das heißt, hier gehst du in einen Mangel hinein und deswegen ist es auch langfristig von mir nicht zu empfehlen. Außerdem, und das habe ich hier angeschrieben, hast du, wenn du dann nicht vom Sprint in den Marathon umwechselst, auf jeden Fall einen Jojo-Effekt, weil dein Körper dann im Endeffekt gesagt hat, boah, ich habe jetzt lange keine Kohlenhydrate, entwickelt einen gewissen Heißhunger auf diese Sachen. Und dann, wenn du dann nicht einen Plan B hast, den du danach verfolgst, dann schaffst du es nicht umzustellen. Hat das alles nichts gebracht, die 4 bis 6 Wochen, wie du das machen solltest. So, und wir kommen noch später darauf. Es gibt von der Pharmaindustrie auch noch gewisse Tricks und Kniffe. Aber meine wichtige Botschaft bei den Gemüsesorten, und das ist so ein bisschen der Punkt, den du dir merken solltest, das ist so eine Faustformel, nenne ich die jetzt mal. Gemüse, welches unter der Erde wächst, das ist bei der Keto-Diät eher tabu. Und alles an Gemüse, was über der Erde wächst, das kannst du auf jeden Fall bedenkenlos essen. Das heißt, das so als Gemüsefaustformel für die Keto-Diät. Weil auch in Gemüse sind Kohlenhydrate drin und deswegen wollte ich dir eine kleine Faustformel einfach mit an die Hand geben. Ja, jetzt habe ich ja noch dann dazu geschrieben, Intervallfasten, wenn du das dann noch mit einbauen kannst, dass du die Keto-Diät plus das Intervallfasten machst, dann hast du natürlich den maximalen Effekt, weil dein Körper auf jeden Fall in dem Modus ist, dass es die Fettreserven angreift. Und es geht ja darum, Bauchfett zu verlieren, wirklich schnelle Ergebnisse zu haben und das kriegst du mit Intervallfasten hin. Meine Empfehlung, es gibt die sogenannte 16:8 Methode. Was bedeutet 16:8? 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden essen. Das heißt, in den 8 Stunden darfst du das essen, was du am Tag aufnehmen möchtest. Ich bin der Meinung, ein Frühstück ist sehr, sehr wichtig aus verschiedenen Gründen. Es gibt aber viele Leute in Deutschland, die gerne auf das Frühstück verzichten. Die trinken nur einen Kaffee oder so. Und für die wäre zum Beispiel auch ein Intervallfasten gar nicht verkehrt, weil dann könnte sie sagen, ab 11 Uhr esse ich, sage ich mal, mein spätes Frühstück oder mein Mittagessen und dann 8 Stunden drauf um 19 Uhr meine letzte Mahlzeit. Das wäre dann im Endeffekt ganz, ganz gut anzuwenden. Ganz wichtig ist, wenn man Intervallfasten macht und nur dann funktioniert es, nicht snacken zwischendurch. Man darf Wasser trinken, man darf Tee trinken, alles kein Problem, aber keine gesüßten Sachen, nichts, wo du im Endeffekt zwischendurch mal aufnimmst. Und das ist einfach so sozusagen das Schwierigste an der ganzen Geschichte. 16:8 ist meine Empfehlung. Fang erstmal an, nicht mit 16:8, also nicht gleich mit der höchsten Hürde anfangen. Mach vielleicht erstmal 12 Stunden. In 12 Stunden darfst du was essen, in 12 Stunden nicht. Geh dann auf 13:11 hoch, 14:12. Und wenn du dann auf 16:8 oder noch höher kommst, dann hast du die maximalen Effekte bei Intermittent Fasting oder Intervallfasten. Das ist auch eine Sache, die kann man, wenn man die gut packt, kann man die auch längerfristig machen. Die ist nicht schädlich, weil man im Endeffekt seine Nahrung dann auf einen konzentrierten Zeitrahmen fixiert. Also das ist jetzt nicht der schädliche Produkt, aber wir wollten ja maximale Ergebnisse haben und die kriegt man mit diesen zwei Sachen in Kombination sehr, sehr gut hin. Ich gebe euch aber trotzdem auch nochmal 15 Obsttipps an die Hand, das mache ich im nächsten Videos, welche ich empfehlen würde. Das hat aber nichts mit dieser Diätform zu tun, wo man maximal abnehmen kann, aber das sind wirklich richtig coole Tipps. Was gibt es aus der Pharmaindustrie? Ich bin ja Apotheker, das heißt, es gibt auch viele Dinge, die man zu sich nehmen kann, um das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen. Da gibt es natürlich die Eiweißpulver, die Eiweißprodukte, die satt machen, die im Endeffekt auch einem helfen, über den Tag zu kommen. Die sind im Endeffekt dann auch
darauf zu achten, ob die Kohlenhydrate drin haben. Die sollten so wenig wie möglich Kohlenhydrate drin haben, aufgrund von dieser Geschichte für die Keto-Diät. Dann gibt es sogenannte Sättigungskapseln. Die sind am Anfang, wenn man die Keto-Diät anfängt, sehr, sehr vorteilhaft, weil die, je mehr Flüssigkeit man zusetzt, die blähen sich sozusagen im Magen auf und dehnen den Magen und man isst einfach, denkt, boah, man hat schon viel gegessen. Das sind die sogenannten Sättigungskapseln. Und dann gibt es noch zwei Formen, die auch unter Kontrolle des Arztes auch noch mitgehören und des Apothekers. Das sind einmal die Arzneimittel, die Kohlenhydrataufnahme verhindern und die Fettaufnahme verhindern, ist das zweite Medikament. Diese Produkte sind aber wirklich unter Kontrolle des Arztes und des Apothekers zu stellen. Aber ich wollte euch das trotzdem einfach mal sagen, was es da noch so gibt. Zu empfehlen ist wirklich ein Marathon aus der ganzen Geschichte zu machen für die Gesundheit. Wenn man aber unglaublich schnelle Ergebnisse haben will, dann tut man diese Diätformen kombinieren. Wenn dir das gefallen hat oder du noch Fragen hast zu diesen Diätformen oder wenn du sagst, nee, ich möchte vielleicht wirklich langfristig das Ganze abnehmen, dann schau in die nächsten Videos, stell mir Fragen in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, dein Frank. Mach's gut.